Bam, 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 bam. Ist ziemlich easy. Ja, schon. Aber mit 4 habe ich es nicht geschafft. Das ist Was ihr aber benutzt, ist in meinem Castle. Oh, wie einfallsreich. Ich glaube, das hat man schon mal gehört. Und es war genau der gleiche Toad wie davor. Nur, warum? Wie kommt er dahin? Klone. Klone? Das, damals konnte man auch klonen, also. Macht man hat Pilze geklont. Nein, Pilze kann man auch züchten. Und gehen wir mal zu Mario Bros. 2. The Lost Levels, die gibt's ja. Glaube ich. Also, das erste Mal. Da bist du der Experte. Das erste Mal, wo wirklich rausgekommen ist, was eigentlich der erste Teil, das wirklich der original zweite Teil war, wie der erste, kam erst raus bei der Super Mario All-Stars Collection, wo es dann da drin war. Hier sieht es im Gegensatz zu Mario Bros. 2 eher nach so Mario Bros. 1 aus. Ja, stimmt. Während zum anderen ist eigentlich ein ganz anderer Stil. Böser Pilz, böser Pilz. Oh! Okay! Ich hatte gerade Leben dazu gegeben. Und der Grund, wieso das Spiel eigentlich nicht in Europa und Amerika rausgekommen ist, weil es wirklich schwer ist. Ich habe es bis jetzt geschafft, bis in die vierte Welt zu kommen. Weiter bis jetzt nicht. Das Spiel hat es wirklich in sich. Ah! Na, aber lecker. Und was eigentlich, was ich gut finde, ist, wenn man die ersten vier Levels... Nein! Scheiße, Hutter Cooper! Epische Tode. Grüner! Scheiße. Ich kann nicht mal warten wahrscheinlich. Ich hab auch Grünschwäche! Nicht. Ah, egal. Aber also, sag mal, haben wir echt zum Auflegen auf Grünschwäche. Ja. Welche dreht um? Welcher läuft weiter? Ich weiß es nicht. Also, Grüner dreht um ein. Der Grüner fällt in Löcher. Dem ist scheißegal. Aber trotzdem gefällt mir irgendwie der 1, weil das 1 ist zum 2 irgendwie mehr. Der 2 erfordert halt mehr, aber trotzdem irgendwie mit dem Schaden. Auf 1 ist irgendwie mehr noch schön. Auch wenn die Musik gleich ist, leck mich! Natürlich, was die meisten mit dem ersten Mal empfinden, ist natürlich die Musik. Es ist definitiv Gameplay Overdrive. Wenn man so viele verschiedene Spiele zockt wie wir, dann ist es einfach mal der Punkt angekommen, wo man einfach zu viel an Steuerung Interesse hat. Aber einfach nicht mehr weiß, was wo hingehört. Ich glaube, wir können mindestens schon über 100 verschiedene Befehle. Mehr. Ja, du bestimmt mehr. Manchmal, wenn du jetzt aber noch auf die PC-Sachen und so gehst. Oh je. Schon erstaunlich, was man für Sachen geguckt hat. Ja. Frage, was machen die Quallen? Ich weiß, es sind keine Quallen, aber ist mir egal. In der Luft. Ja. Vielleicht sind wir auf dem Mond oder so. Mit Grinsen und Wolken. Ja. Oh, große Gefühle. Also, Mario ist eindeutig Hardcore-Spiel. Nein! Egal. Ach, nur Punkte sind auch Punkte. Ja, immerhin. Ja. Und bist schon weit gekommen. Ganz drei Runden zu sterben. Das ist eigentlich. Soll ich jetzt nicht gleich irgendwie
wenn ich gestorben bin. Das schaut ja, das haben wir doch schon mal gesehen. Das ist das Level. Ja. Ja, Umfeld ist die Grundbilder halt umschlossen halt und die gleichen sind klar. Nein! Epic Fail. Kommen wir mal ein bisschen zum Gameplay, Leute. Gameplay? Ja, also auf jeden Fall. Außer, dass man lenken kann und springen und rechts drücken. Ja. Und ducken? Man kann sich ducken, wohlgemerkt. Später kann man auch einen Schlag und eine Rolle nach unten machen. Okay. Gut aussehen. Ich meine, das ging nach Teil des Films. Blöcke zerstören kannst du. Nein. Nicht? Game over! Nein! Und dass man mit der Rennen höher springen kann? Na, das ist klar. Ja, klar ist es schon, aber. Wenn du läufst und springst, kommst du wahrscheinlich besser vom Fleck, als wenn du stehst und noch. Ja, schon, aber das sind immerhin alles Taktiken, die man ja wissen und auch können muss, weil das ist ja gratis. Wenn man durchrushen möchte. Bis Game Over. Ich weiß. Haben wir noch eins? Natürlich haben wir noch anders mal können. Dann machen wir mal das. Machen wir nach der originalchronischen Folge zu Mario Bros. 3. Und für was steht das Brass? Jetzt? Das ist eine Scherzfrage, oder? Nein. Bros heißt für Brothers. Es gibt alles. Weil man kann. Seit dem ersten Sommer war es zu zweit spielen, weil einer spielt Mario, der andere Luigi. Das war doch eine super Überleitung zum Multiplayer. Im Multiplayer spielt man natürlich abwechselnd. Splitscreen war noch nicht erfunden in dem Sinne. Splitscreen hat aber gleichzeitig kam der ersten Super Mario Bros. Wie wirklich zusammen. Mhm. Wo wir auch im Multiplayer noch reinstellen werden. Ja, wir werden auf jeden Fall noch Super Mario Bros. Zocken und euch dann 10 Minuten volle Kanne Mario Power Action in die Fresse geben. Was man hier schon sieht, zum Anfang gibt es jetzt mal eine Weltkarte, wo man sich entscheiden kann. Stimmt. Gehe ich jetzt mal ins Schloss und mache das Level 4 jetzt. Was auch dann gibt, ist dann noch die Leiste mit den Items, dass ich welche Items aufsparen kann, die man zum Beispiel beim Besiegen von diesen komischen braunen Dienstkirchen kommt. Nennen wir das mal Schildkröte mit Hammer im Anschlag. Ja, stimmt, das sind Hammerbrüder, stimmt. Schlecht. Oder in Pilzen. Und dann gehen wir wahrscheinlich die Dächer. Was auch neu ist, zum Beispiel die Poweranzeige. Dass wenn man lang genug rennt und sich voll auflegen kann, und dass man wieder richtig rennt. Es schaut schon definitiv anders aus. So wie jetzt hier. Ja. So, mal jetzt erleben, oder? Hier ist halber. Nehmen wir jetzt das Blatt. Das Blatt ist ein neues Item. Da war es so aus. Ein Waschbär. Das ist eigentlich komisch, warum schaut der aus, wenn man ein Blatt nimmt? Wie ein Waschbär. Das frage ich eigentlich auch schon oft gefragt. Also, wenn ihr Blätter isst, dann werdet ihr zu einem Waschbär. Nicht. Ja, auch noch einen neuen Gegner. Den Koopa Troopa. Nicht Koopa Troopa. Skeleton? Nein. Es gibt Türen, das soll eigentlich auch. Ja, das ist. Okay, die Türen gab es auch im. Sag mal, Fake Mario Bros. 2. Ja, aber was vor allem neu ist, ist eben diese Weltkarte. Ja. Neue Items, zum Beispiel, es gibt wirklich mehrere neue Items. Das wird auch mal das Blatt. Da gibt es einen richtigen Waschbäranzug, wo man, wenn man sich duckt, einen Streifer machen kann, um sich zu schützen. Dann gibt es den Hammerbruder, womit ich mal werfen kann. Was ist das hier? Ist das